Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten, zu einer neuen Sonderfolge unseres Podcasts. Auch heute geht es um die Kriegshandlungen in der Ukraine, die Auswirkungen auf die Menschen und wie wir in Deutschland und mit Partnern vor Ort helfen können. Heute habe ich zwei Gesprächspartner. Zum einen die rumänische Missionarin Letta, die uns ein bisschen mit hineinnimmt, wie sie an der ukrainischen Grenze in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden Flüchtlingen hilft. Und in Anschluss an unseren Talk von gestern ein kurzes Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Driedorf, der erzählt, was sein Anteil ist, wie er helfen kann und was auf lokalpolitischer Ebene momentan wichtig ist. Ich bin jetzt verbunden mit Letta Gefenku. Sie ist Missionarin der Fondatia Kontaktmission und verantwortlich für 4 Gemeinden in Moldawien. Und für uns ist sie einer der Partner, mit dem wir vor Ort helfen können. Letta, ganz herzlich willkommen dir bei uns im Podcast. Ja, ich freue mich auch. Dankeschön. Letta, bevor wir in die aktuelle Situation einsteigen, du bist schon einige Zeit als Missionarin in Moldawien tätig. Erzähl uns doch mal ein bisschen, bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, wie sah deine Tätigkeit als Missionarin in Moldawien aus? Was hast du da gemacht? Nicht in Moldawien, sondern in Rumänien, unsere Seite. Ich bin eingestellt von Kontaktmission und ich arbeite mit den Kindern und Jugendlichen. Und mache ich auch Seelsorgen für die Familie, die in Not sind, in Streit sind. Und das sind viele Familien mit Problemen und ich mache alles mit, Sozialarbeit und alles, was kommt. Okay. Und machst du das in einer konkreten Gemeinde in Szendrény in Rumänien oder wo machst du das? In Szendrény ist Tageszentrum, aber wir haben mehrere Dörfer, wo zusammen mit unserem Team, wo mein Bruder Nico Gafenko Pastor ist. Wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren schon 5 Gemeinden gegründet. Wow, ja. Das ist bewegend. Ja, ich danke dir für diesen Einblick. Wie es vor der Krieg ausgebrochen ist, wie ist die Situation der Menschen in den Dörfern und in der Stadt, wo ihr arbeitet? Was sind die Herausforderungen, die Menschen in der Region haben? Hier bei uns in die Mission, jetzt kommen über die Grenze, Skulen ist der Übergang, direkt in unserem Missionfeld. Wie hat sich entwickelt? Jetzt haben wir mehr Kontakte mit dem Bürgermeister und mit der Gemeinde Victoria und wir arbeiten jetzt zusammen. Das ist positive Sache für uns als Mission. Für die Leute hier bei uns sind ängstlich, aber sie waren oder sie sind sehr bereit, dass die Ukraine helfen und mit offenem Herz aufnehmen. Unser Mitarbeiter Albert Giesbrecht war in der Region, bei euch in der Grenzregion, Kontakte zu knüpfen. Da seid ihr auch miteinander in Kontakt gekommen. Berichte uns doch mal, auf welche Arten und Weisen könnt ihr momentan Flüchtlingen aus der Ukraine helfen? Momentan sind Leute hier bei uns in Ortschaften, die von Ukraine kommen und wir helfen, dass sie bei uns übernachten, 1 Nacht, 2 Nächte, je nachdem, wo sie hinfahren. Und wir helfen auch für Transporte in Jasch, in Bahnhof oder Richtung Deutschland. Die Leute, die bei euch ankommen, kommen oftmals aus Bereichen der Ukraine, wo Kriegshandlungen sind.
Sie haben viel Schlimmes erlebt. Was beschäftigt Sie am meisten, wenn Sie zu euch kommen? Worüber reden Sie? Was brauchen Sie als erstes von euch? Bis jetzt könnten wir mit Ihnen nicht so viel sprechen, weil hier bei uns gibt es nicht viele Leute, die Russisch können. Mhm. Das ist ein Problem jetzt für uns. Mhm. Aber so mit Google-Übersetzung und mit paar Übersetzer von hier, sie sind sehr traurig und zum Beispiel, wenn sie bei uns 2 Nächte oder 2 Tage waren, sie haben gesagt, so eine Güte, wie hier bei uns gefunden haben, haben sie noch nicht erlebt. Warum machen wir diese Sache? Mhm. Warum sind wir so freundlich und gastfreundschaftlich? Mhm. Ja. Und für uns war ein gutes Zeichen. Nein. Hm. Ja. Du hast gesagt, du bist sehr müde, du hast sehr, sehr intensive Zeiten hinter dir. Du bist für uns eine der Personen, die auch vermittelt, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen, also direkt in Kontakt mit unserem Koordinationsteam zu vermitteln, dass Leute Gastgeber hier in Deutschland finden. Was bewegt dich persönlich zurzeit und wo können wir für dich, Letta, und für deinen Mann zurzeit beten? Ich bin alleine, ich bin ledig. Mhm. Ah, Entschuldigung, es war dein Bruder. Ja, Entschuldigung. Ja. Genau. Und wir sind im Team 3-4 Leute und die helfen mit. Ja. Wo Stress ist, diese Organisation? Transport und wohin und was. Und ein Problem war am Anfang, dass die Leute uns nicht kennen. Mhm. Und bis die Vertrauen da ist. Mhm. Und ja, wir versuchen jetzt mit der Allianzmission ist irgendwie mit kleinen Schritten geht gut voran. Mhm. Können wir gut koordinieren und ich hoffe, dass jeden Tag besser ist. Ja. Wofür können wir beten? Ja, ich schlafe sehr wenig jetzt zur Zeit. Und ja, ich brauche viel Kraft und Weisheit. Mhm. Weil das sollen wir schon wissen, was für uns jetzt als Gläubige, was sollen wir tun und nicht vieles machen und nicht die Richtige. Mhm. Ja. Ja. Ich danke dir, Letta, für die Einblicke. Wir werden für dich, für euch beten. Ganz herzlichen Dank für all euren Einsatz vor Ort. Gott segne euch dafür. Ich wünsche dir Kraft, wünsche dir Zeiten, wo du schlafen kannst, auftanken kannst. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne mache ich für Jesus und ich bin froh, dass ich in Kontakt mit Allianz Missionen bin jetzt und wir hoffen, dass in Zukunft eine gute Arbeit zusammen machen. Ja. Danke dir. Ich wünsche euch auch viel Kraft und Gottes Führung. Ich bin jetzt verbunden mit Carsten Braun. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Driedorf im Westerwald in Hessen. Und ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich, Herr Braun. Ja, herzlichen Dank für den Anruf. Ihnen ist zu verdanken, dass der Bürgerbus der Gemeinde Driedorf eine, ich sag mal, ungewohnte Sonderfahrt gemacht hat, nämlich bis nach Rumänien. Wie kam es denn dazu? Ja, zunächst mal würde ich gerne sagen, dass es nicht mir zu verdanken ist, sondern es ist eine durch den Gemeindevorstand getragene Entscheidung, die ich natürlich so auch dann kommunizieren durfte, was ich aber ganz gerne gemacht habe. Mhm. Joprim hat mich angeschrieben, hat gefragt, ob es denn möglich ist, den Bus dafür einzusetzen und handelt sich hier um einen Bus, den die Gemeinde Driedorf durch das Land Hessen zur Verfügung gestellt bekommen hat, der normalerweise an 2 Tagen in der Woche durch
ehrenamtliche Fahrer dafür eingesetzt wird, ältere Menschen zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen zu fahren, die eben in der Mobilität eingeschränkt sind und im Übrigen auch unseren Vereinen zur Verfügung steht. Und jetzt hat der Bus schon die eine oder andere Vereinsfahrt gemacht. Sie haben es eben gesagt, es ist eine ungewohnte Sonderfahrt. Aber eben als die Gemeinde angefragt hat, die FEG, stand sofort außer Frage, dass der Bus genau dafür jetzt auch seine Verwendung finden darf. Was hat Sie motiviert, sich hier mit zu engagieren, oder was motiviert Sie auch jetzt, das zu tun? Mich motiviert an der Stelle die Motivation all derer, die ich im Moment wahrnehmen darf. Ich habe eben Jupp angesprochen. Wir haben am vergangenen Samstag Pfarrerin Theis und ich zu einem Treffen aller Glaubensgemeinschaften in Tredorf eingeladen. Es kamen alle, es war ein guter Austausch und dort auch einfach die Bereitschaft, all derer zu erleben, die im Moment schon in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv sind, dort helfen zu können, Informationen einfach zusammenzufassen, zu bündeln, dass gewisse Dinge einfach nicht parallel laufen, sondern dass man Synergieeffekte sucht. Das motiviert mich an der Stelle wirklich sehr. Natürlich motiviert mich auch die Situation der Menschen, für die wir das alles tun. Wenn ich die Frauen, die Kinder sehe, das ist Motivation genug. Sie haben gesprochen von der großen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Davon haben wir auch gestern gehört vom Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Mademühlen, einem Ortsteil von Tredorf. Wie erleben Sie auf lokalpolitischer Ebene, dass die Flüchtlingshilfe für die Ukraine anläuft? Ja, im Moment ist es sicherlich so, dass gerade in den verschiedenen Gemeinden organisiert das Ganze anläuft, deswegen auch die Idee, das Ganze miteinander zu vernetzen. Wir hatten das auch im 2015 in der Flüchtlingssituation schon einmal, sodass wir hier auf gewisse bekannte Strukturen einfach auch zurückgreifen. Aktuell ist es so, dass auch die kommunale Gemeinde sich darauf einstellen muss, von dem Landkreis Zuweisungen zu erhalten, wenn die Kapazitäten dafür nicht ausreichen. Auch dort planen wir als Kommune auch zusammen mit den Einsatzkräften unseren Feuerwehren, aber immer wieder geht es dann halt eben auch um die freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne die das alles überhaupt nicht möglich wäre und auch in den nächsten Wochen nicht möglich sein wird, die Situation wirklich zu meistern. Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie, besonders wenn es um die Verteilung ankommender Flüchtlinge geht? Ja, ich denke, die Herausforderung für jeden Einzelnen ist einfach im Moment eine gewisse Ungewissheit, was die zeitliche Dauer angeht. Es ist schön zu erleben, dass Menschen die Häuser, die Wohnungen öffnen und sagen, man kann bei ihnen bleiben. Und dabei ist, glaube ich, so diese Frage, wie lange wird das so andauern? Aber das ist natürlich der Punkt, den keiner von uns beantworten kann. Die Herausforderung wird sicherlich auch sein, die jetzt hohe Hilfsbereitschaft auch für eine gewisse Dauer einfach aufrechtzuerhalten. Ja. Und dort möchte ich auch gerne über das vernetzende Arbeiten in Tredorf einfach gucken, dass wir die Ressourcen, die wir haben, wirklich auch so einsetzen, dass sie möglichst lange anhalten. Einen ganz herzlichen Blick für diesen kurzen Einblick heute. Zu guter Letzt die Frage, wofür können unsere Hörer für Sie persönlich in der aktuellen Situation und auch für die politischen Verantwortlichen beten? Ich denke, es geht darum, dass jeder Einzelne, aber natürlich auch die Verantwortungsträger wirklich die Kraft und die Weisheit haben, die
aus dem Blickwinkel dann jetzt richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es gibt keine falschen Entscheidungen, wenn man sich jetzt entscheidet zu handeln, zu helfen, dann ist das allein schon die richtige Entscheidung. Und dort einfach dafür zu beten, dass das anhält, dass die Bereitschaft bleibt, aber natürlich auch, ja, das wichtigste Gebet ist, dass dieser Krieg enden möge. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.